Hallihallo, meine Freunde, und willkommen zu einer Runde Lucky Skywars. Da spiele ich aber nicht auf dem Dust MC Server, sondern auf einem anderen Server, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Unten in der Videobeschreibung ist der auch verlinkt. Und ja, also, sorry für das gestern, die Sache. Ich habe aus irgendwelchen mysteriösen Gründen geschafft, dasselbe Video nochmal hochzuladen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Und ich werde das Video, was gestern kommen sollte, heute zusätzlich hochladen. Also nach dieser Runde könnt ihr nochmal so eine Runde gewinnen. Genießen, aber ihr müsst nicht mal unbedingt gucken, denn ich habe eh immer nur verloren und nur Pech gehabt. Tja, also hier auf dieser Map, also auf diesem Server finde ich es halt besser als auf DustMC, weil man da einfach viel coolere Blöcke, Drops bekommen kann. Zum Beispiel hier die Invisible Wand. Jetzt habe ich Unsichtbarkeit bekommen und das kann schon mal ein paar Leben retten. Außerdem ist das dann nicht so, dass du ja diese Insel hast und da findest du halt 3 Diamanten drauf und Essen und sowas brauchst du auch selber. Sondern, oh, ich bin in Obsidian eingebaut. Es ist halt so, dass du dir hier dein ganzes Zeug auch einfach selbst erfarmen könntest. Nice, eine Diaspitzhacke. Also hier ist Eisen und Stein und alles mögliche drauf. Obsidian brauchte ich nicht. Ich wette, da oben ist auch noch was. Auf jeder Insel ist auch zusätzlich Holz und hier weiß ich noch nicht wo. Aber hier unten ist zum Beispiel ein Eisenblock. Jetzt kann ich mir daraus Eisen machen und dann habe ich schon... Nee, warte. Chestplate habe ich schon, oder? Ja. Also brauche ich Holz. Ach so, da stimmt, da ist das Holz. Außerdem kann ich mir hier von den Heuballen Essen holen. Schnell ein bisschen Holz abbauen. Dann kann ich mir nämlich gleich ein Eisenschwert machen. Das ist ein bisschen besser. Oder nein. Wir spielen hier. Das ist eine andere Besonderheit auf dem Server. Wie gesagt, ihr werdet die ganzen Besonderheiten von dem Server noch im anderen Video hören. Der spielt in der 1.9. Das heißt, die Axt macht mehr Schaden als das Schwert. Ich werde mir trotzdem mal noch ein Schwert zusätzlich machen. So. Daraus mache ich mir jetzt Essen. 12 Brote. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Ey, ich will hier raus. Na, okay. Vielleicht sollte ich mir noch ein bisschen Holz mitnehmen. Dann kann ich mich hochbauen, beziehungsweise rüberbauen. So, ich hoffe mal, dass 4 Stacks Blöcke zum Bauen reichen. Ich habe sogar noch, naja, gut, 2 mehr. Nicht wirklich merkbar. Am Ende werden wir mir bestimmt diese 2 Blöcke noch das Leben retten oder sowas. Ist hier oben noch ein Lucky Block? Ich denke schon. Ich dachte gerade, das ist eine Wendeltreppe, die ich nicht gesehen habe. Ja, hier ist noch einer. Stoffbohne und 32 Emeralds. Okay. Schäfer. Werkzeugschmied. Was ist das Ganze da oben? Einbauen tue ich euch auch mal lieber. Oh, in dem Texture-Pack machen die so nervige Geräusche. Bibliothekar. Naja. Und der da unten, Gerber. Waffenschmied. Ich glaube, ich investiere mal da rein, bei dem was zu tauschen. Vielleicht schaltet der was Cooles frei. Und? Nein, nein, nicht den Gerber. Den Werkzeugschmied, den hier. Waffenschmied. 6 Attack Damage. Ja gut, macht mir jetzt aber mehr Schaden. Ich könnte auch Eisen tauschen. Naja, ich baue mich erstmal rüber zu einer anderen Insel. Du kannst ja auch coole Sachen bekommen. Zum Beispiel gibt es hier solche Wands, wie die mich unsichtbar macht. Und da gibt es nämlich auch noch welche, die machen... Guck dich mal an, was ich da unten sehe. Ein Diablock. Es gibt auch noch welche, die... machen... zum Beispiel so, die schießen Schleime. Oder auch welche, die... was gibt's denn noch?
Cooles. Also irgend so eine, die heißt Shieldrand. Ich habe nur gerade so ein bisschen, weil ich mich auf das Craft konzentriert habe, also den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ja, genau. Also es gibt noch die Shieldrand, die macht, dass so ein Schild halt um dich drumherum gespawnt wird. Denkt ihr, ich schaff's, den zu töten? Ich vermutlich eher nicht. Ich bin richtig schlecht in dem PvP 1.9. Aua. Nein, jetzt hat er mich. Ja, er hat mich. Nicht, er hat mich nicht, er hat mich nicht. Yes. Oh, verdammt, er hatte einen Bogen. Oh Mann, das war gut. Ich bin so richtig schlecht in dem 1.9er PvP. In 1.8 bin ich viel besser, aber da bin ich richtig schlecht. Ich würde sagen, ich gebe slash leave ein und dann mache ich noch eine Runde. Gut, ich bin jetzt in der neuen Runde drinnen. Ich select mir mal wieder das Kit mit dem Schwert. Dieses Mal bin ich in so einem Team halt. Und jetzt gehe ich gleich auf Lucky Blocks öffnen. Da die ganzen Lucky Blocks dort holen, werde ich mir die anderen Lucky Blocks holen, wo sie nicht so schnell hinkommen. Nice, gleich Building Blöcke, das ist immer gut. So, und dann finde ich gleich mal den Eingang. Was ist das denn? Das ist die Drachenatemwand, glaube ich. Ja, ich denke schon. Oh, nice. Na, die Axt macht einfach mehr Schaden als das Schild. Das finde ich so krank. Ja, gut, hier nimm's dir. Brauche ich nicht. Okay, ich habe ein bisschen Brot. Ich würde sagen, ich hole mir noch mal ein bisschen mehr. Das wird vermutlich eh nicht ausreichen. Und dann sind hier oben noch mal zwei Lucky Blocks. Genau. Eine Wasserquelle, juhu. Und Eisenwerkzeug. Nice. Okay, einen Eisenblock habe ich. Bitte nicht. Ich mag kein Wasser in der Base. Das spült immer so. Muss man die Wände neu streichen und alles. Nee, Spaß. Hier geht's runter. Mal gucken, ob der Eisenblock noch steht oder ob er so schlau war, das abzubauen. Ja, das Equip einfach. Tja, wenn er es nicht haben will, dann würde ich sagen, tue ich das mal hier in diese Truhe rein und gehe auch mit nach unten. Müsste ich vor dir eigentlich gleich nach unten gehen, weil es da viele Lucky Blocks gibt. Ich guck nochmal. Ja, Dragon's Breath oder. Also Drachenatem. Das ist, dann kommt so Feuerzeugs rum raus und das wird dann in einem gewissen Umkreis um dich drumrum lang gesprüht. Brauche ich alles nicht. Und der Typ war jetzt natürlich wieder schneller und hat alles sofort geöffnet. Naja, ich hole mir mit der Axt ein bisschen Building-Blöcke noch zusätzlich. Dann baue ich mich rüber zu einem. Ich habe hier auch schon mal, also ich hatte so Runden, da habe ich so richtig heftiges Hyper-Equip gehabt. Mit Bogen, mit Vergiftungspfeilen und allem Möglichen. Und jetzt hier stehe ich da und muss mir aus einem selbstverformten Eisenblock eine Brustplatte machen, weil ich sonst nichts Besseres habe an Rüstung. Toll, gell? Ja. Mal sehen, da oben ist jemand. Hier sind noch die Building-Blöcke. Erstmal baue ich mich hoch. So ein Shieldrand wäre nicht schlecht, denn wenn man da abgeschossen wird, dann kann man die einfach einsetzen. Oh, es laggt schon wieder. Also die Blöcke backen da manchmal so ein bisschen zurück. Ja, die kann man einsetzen, wenn man abgeschossen wird mit Pfeil und Bogen oder Pfeil oder Bogen. Ja, und dann fällt man halt nicht runter. Oder die TNT oder die Schleimkanone, die sind auch richtig gut. Sie stehen alle so da. Hui. Oh, Mano. Ich habe nicht getroffen, schade. Wie es aussieht, hat aber keiner einen Bogen. Aber solange ich keine Rüstung habe, will ich da jetzt auch nicht so richtig was machen.
kannst mich von hier aus nicht treffen. Oh, Invisible Wand, ja. Ich brenne jetzt eure Insel an. Ohaha, ich bin ganz böse. Ah, sehr gut. Das ist nice. Hier, ich bewerfe euch mit Fallen. Da. Ach Mist, das hat er uns gesehen. Nochmal schnell was essen. So, jetzt nochmal. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Oh, nice, der hat ein Dia-Schwert bekommen. Nice, 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 nice. Und der brennt, der ist in mein Feuer gefallen. Haha, cool. Hätte ich jetzt Blöcke, würde ich mir ganz schnell holen. Ach, wisst ihr was? Ich hole ihn mir trotzdem. Er ist runtergefallen. Ich hab ihn getötet. Yay, das ist, keine Ahnung, mein erster Kill oder sowas, den ich mit einer in der 1.9 mit einer Axt gemacht habe. Wo sind die anderen so? Irgendwo müssen die ja sein. Nicht runterfallen. Ich darf bloß nicht runterfallen. So. Hier. Auf jeden Fall brauche ich mal wieder Baumaterialien. Ich kann mich nicht bauen. Oh, was ist das denn für eine Invisible Wand? Ja gut, also wenn man, wie ich, keine Crib hat, dann bringt es das schon. Na doch, eine Eisenbrustplatte habe ich. Ich habe noch eine Brust, noch einen Eisenblock gefunden. Das heißt, ich kann mir jetzt noch eine Hose machen. Nice. Ich höre hier immer irgendwelche Leute runterfallen, aber ich sehe sie nicht. Das ist blöd. Mein Effekt ist jetzt leider auch schon weg. Aber ich bin immerhin wieder oben. Ich guck mal, wo meine Teammates so hin sind. So, und da ist einer. Wo sind die anderen so? Da oben war einer. Haben wir das Team rausgehauen, oder? Keine Ahnung. Wenn ja, dann gehe ich da jetzt mal runter und fahre mir ein bisschen Holz. Denn davon brauche ich dringend ein bisschen was. Oh, warte mal kurz, ich werde gerufen. Okay, ja, bin ich wieder hoch in die Offhand genommen. Ich würde sagen, ein bisschen Holz hole ich mir noch und dann baue ich mich gleich zu den nächsten, zu Team Rot. Hä, waren wir nicht gerade schon bei Team Rot? Oder sind die hier alle rot? Keine Ahnung. Ich würde sagen, 2 Stacks Baumaterialien hole ich mir. Also brauche ich 32 Holzstämme. Und dann gehe ich rüber. Weißt du, diese Äxte? Oh, hier kämpfen irgendwo 2. Er ist gestorben. Nice. Hier kriegst du das Zeug, was er getroppt hat. Das hat er getroppt, das hat er getroppt, das hat er getroppt. Ja, okay. Er wollte es vermutlich genauso wenig haben wie ich. Diesmal habe ich gute Teammates. Nein. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst in der nächsten Runde nochmal. Da werde ich vermutlich wieder was anderes spielen, also nicht das. Ihr könnt mir Wünsche schreiben, was ihr sehen wollt. Und was ich mal so machen soll. Ja, schreibt's einfach mal. Ich bin für alles offen. Ich stehe mir nicht im Gesicht rum, ich will meine Leute verabschieden. So, hier. Okay, also meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.